Militärstützpunkte melden nicht identifizierte Flugobjekte, die in den kontrollierten Luftraum eindringen. Sind es die Sowjets oder etwas anderes? Sind diese UFOs in Wirklichkeit neu entwickelte Spionagetechnologien? Es gibt Interesse an unserer Technologie. Oder Phänomene aus einer anderen Welt? War es eine Waffe, eine Warnung oder was war es sonst? Einige der außergewöhnlichsten UFO-Sichtungen der Geschichte ereignen sich auf US-Luftwaffenstützpunkten während des Kalten Krieges. Was geht hier vor? Was geschieht wirklich hinter den Toren dieser geheimen Militäranlagen? Vermeintliche Sichtungen von UFOs gibt es seit Jahrzehnten. Tausende sind in offiziellen Regierungsakten dokumentiert. Für die meisten gibt es einfache Erklärungen. Aber einige Fälle bleiben rätselhaft. Jetzt werden lange Zeit geheime Akten veröffentlicht. Bringen sie die Wahrheit ans Licht? Weihnachten 1980. Wachleute eines Luftwaffenstützpunktes sind alarmiert. Nordöstlich von London liegen die beiden britischen Stützpunkte der Royal Air Force, Woodbridge und Bentwaters. Sie sind durch ein Waldstück getrennt, den Rendlesham Forest. Sie werden im Kalten Krieg von der US Air Force betrieben. Obergefreiter John Burroughs und Unteroffizier Bud Steffens sind Wachleute der US-Luftwaffe. Sergeant Steffens sah seltsame Lichter im Wald. Burroughs ist damals anderthalb Jahre auf der Basis stationiert. Das hat er noch nie gesehen. Da waren weiße Lichter. Die beiden Wachleute begeben sich in den angrenzenden Wald. Als Burroughs aus dem Auto steigt, bemerkt er etwas Ungewöhnliches. Die Luft war wie statisch aufgeladen. Es fühlte sich seltsam an. Er sagte, wir sollten hier weg. Lass uns zurück zum Tor fahren. Burroughs und Steffens kehren zurück, um Bericht zu erstatten. Ich lief in die Wachhütte und nahm den Hörer ab. Der Offizier vom Dienst bestätigte, dass etwas über dem Gebiet vom Radar verschwunden war. Die Royal Air Force Bentwaters benachrichtigt die örtliche Polizei über ein unbekanntes Objekt. Der Vorfall wird dokumentiert und später als Rendlesham Forest-Fall bekannt. Oberfeldwebel Jim Penniston und Gefreiter Edward Cabinsack werden beauftragt, Burroughs zu begleiten. Ihr Befehl? Untersuchung der Lichter im Rendlesham Forest. Als wir dorthin fuhren, war das Licht im Wald noch da. Wir fuhren so weit es ging und hielten an. Wir stiegen alle drei aus, folgten den Lichtern im Wald, der Adrenalinspiegel stieg, wir teilten uns auf. Über 30 Jahre danach sucht er den Rendlesham Forest auf. Hier waren wir. Manchmal schien sich das Licht zu nähern, aber wenn wir die Stelle erreichten, wo wir es sahen, war es weg. Die drei Männer nähern sich dem Licht. Wir kamen über die Böschung. Sie erreichen eine Lichtung. Und plötzlich war es da. Dieser ganze Bereich, alles war hell erleuchtet, fast wie am Tag. Wir warfen uns auf den Boden. Wir sahen, wie sich das, was auch immer es war, irgendwie zusammenzog und hochflog. Es verdunkelte sich und flog höher. Und dann schoss es zurück in Richtung Küste.
Burroughs, Peniston und Cabinsack wissen nicht, was sie gerade sehen. Doch die Ermittlungen beginnen. Früh am nächsten Morgen machen sich die Soldaten und die örtliche Polizei auf die Suche nach dem vermeintlichen Landeplatz. Sie durchkämmen das Gebiet und entdecken drei seltsame Vertiefungen im Boden. Nick Pope arbeitet in den frühen 1990ern für das britische Verteidigungsministerium. Während meiner Dienstzeit in der Abteilung UFO-Abwehr war der Randlesham Forest-Fall der bedeutendste Großbritanniens. Nick Pope untersucht dort Randlesham-Akten. Die drei Abdrücke im Boden bildeten ein Dreieck. Ein physischer Beweis dafür, dass irgendein Objekt auf dieser kleinen Lichtung gewesen ist. Was ist das für ein Objekt? Sind das die Sowjets oder etwas anderes? 15 Angels One, mehrere Kontakte. 1980. Europa ist der Schauplatz im Kalten Krieg. West- und Ostmächte bedrohen sich mit Atomwaffen. Der neue US-Präsident Ronald Reagan steht für einen harten Kurs gegenüber der Sowjetunion. Die beiden Stützpunkte Woodbridge und Bentwaters befinden sich in Schlagdistanz zu sowjetischem Gebiet, falls es zu Angriffen auf die westlichen Alliierten kommen sollte. Wenige Tage nach ihrem bizarren Erlebnis müssen Burroughs, Peniston und Cabinsack ihre Berichte verfassen. Es wurden ausführliche Zeugenaussagen von allen Beteiligten aufgenommen. Die Augenzeugenberichte jener Nacht obliegen strengster Geheimhaltung. Sie lagern 17 Jahre in den Archiven der US-Luftwaffe. Ihre Geheimhaltung wurde aufgrund des Gesetzes der Informationsfreiheit aufgehoben. Es gibt in den Akten und in den dazugehörigen Unterlagen eine nachprüfbare Belegsammlung. Die Unterlagen der US-Luftwaffe untermauern die Aussagen der Zeugen. Die Aussage von Oberfeldwebel Peniston enthält eine bemerkenswerte Beobachtung. Das Objekt, heißt es, sei von mechanischer Natur. Wenn es mechanisch ist, wer hat es gebaut? Handelt es sich hierbei vielleicht um eine geheime US-Technologie? Der Autor und UFO-Forscher Richard Dolan hat sich eingehend mit dem Fall beschäftigt. Könnte es ein herabstürzender Satellit gewesen sein? Nein, ich glaube nicht. Wie soll das erklären, was im Wald passiert ist? Die Russen? Nein, es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass es russische Technologie gewesen sein könnte. Könnten die mysteriösen Ereignisse an den Stützpunkten mit ihrer strategischen Position im Kalten Krieg zusammenhängen? Es gab Vermutungen, dass in Bentwaters und oder Woodbridge Atomwaffen stationiert waren. Die britische Regierung äußert sich nicht zu den Vermutungen. Sie dementiert oder bestätigt auch nicht die Präsenz von Atomwaffen an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Aber es gibt einen Ort, der eine Verbindung zwischen Atomwaffen und UFO-Sichtungen herstellt. Dezember 1948. An der Universität von New Mexico. Der Astronom Lincoln La Paz beobachtet einen grünen Feuerball. Er berechnet die Flugbahn Richtung Los Alamos, dem damals wichtigsten Atomforschungslabor. Ein unbekanntes Objekt unterwegs mit rasendem Tempo. Es war keine unserer Raketen. Ein Objekt, das sich mit 30.000 Kilometern pro Stunde bewegt. Das war unfassbar. Damals gab es noch nicht einmal ein Flugzeug, das 1.600 Kilometer schnell hätte fliegen können. Es flog waagerecht.
Ein Meteor kann es nicht gewesen sein. Dafür flog es zu niedrig. Es war keine Rakete. Man konnte 1948 keine Raketen beobachten, die sich längere Zeit auf einer horizontalen Flugbahn bewegten. Niemand wusste, was das war. Die US-Regierung beauftragt LaPaz mit der Untersuchung der Phänomene in Los Alamos. Er interviewt zahlreiche Wissenschaftler und Militärbeamte. Die Beobachtungen stimmen überein. Sie waren alle der Meinung, dass es eine neuartige Technologie gewesen sein müsse. Die Frage war nur, wessen? Da ist also ein absolut unerklärliches Phänomen in direkter Nachbarschaft zur wichtigsten Nuklearforschungseinrichtung Amerikas. Doch auch wenn es einen Zusammenhang zwischen Atombomben und nicht identifizierten Flugobjekten gibt, erklärt das nicht die seltsamen Vorkommnisse. Lichter über Rendlesham Forest. Noch zweimal sollen die Lichter zurückgekehrt sein, wie weitere Augenzeugen berichten. Einer von ihnen ist der stellvertretende Kommandant des Stützpunktes, Oberstleutnant Charles Holt. Er beschloss, zu derselben Lichtung zu gehen, wo Burroughs und Penniston in der ersten Nacht waren. Oberstleutnant Holts Absicht muss es gewesen sein, die Gerüchte über die UFO-Sichtungen zu entkräften. Er will den UFO-Nonsens aufklären. Die folgenden Ereignisse beschreiben eine der am besten dokumentierten UFO-Sichtungen der Geschichte. Holt trug einen kleinen Kassettenrekorder bei sich. 150 feet from the initial, I should say, die Echtheit der Tonaufnahmen steht außer Frage. Holt und alle anderen Zeugen erinnerten sich an die Aufnahmen. Die Tonaufnahmen sind wichtige Beweise. Sie dokumentieren exakt, was Holt und die anderen gesehen haben. Holts Team hat Geigerzähler bei sich, um Strahlungswerte zu erfassen. Dort, wo das UFO in der ersten Nacht gelandet sein soll, steigen die Werte an. Es schien Brandspuren zu geben an den Seiten einiger Bäume um die Lichtung herum. Sie finden erhöhte Strahlung in den drei Vertiefungen und auf der Oberfläche der Bäume. Und dann wird plötzlich alles real. Einer von ihnen ruft: Sir, es ist wieder da, schauen Sie, zwischen den Bäumen. Holts Team bewegt sich vorwärts. Sie wissen nicht, was sie davon halten sollen. Plötzlich bemerken sie, dass es näher kommt, und zwar in ihre Richtung. Wenn man das Band hört, kann man die Anspannung und die Angst in den Stimmen dieser Männer hören. Sie schauen zurück. Es scheint so, als ob sich direkt über dem Stützpunkt eines der UFOs befindet. Es schießt Lichtstrahlen in den Bereich, der später als Waffenlager identifiziert wird.
War das Kommunikation? War das eine Waffe? Eine Warnung? Was war das? Bereits 5 Jahre zuvor soll sich an einem US-Luftwaffenstützpunkt ein ähnlicher Vorfall ereignet haben. Ende Oktober 1975 kommt also ein unbekanntes Objekt auf den Stützpunkt Loring in Maine zu. Loring ist ein strategischer Luftwaffenstützpunkt für atomar bestückte Flugzeuge. Er soll vor russischen Angriffen schützen. Unbekanntes Flugzeug. Sie dringen in den beschränkten Luftraum ein. Einem Bericht zufolge soll das UFO etwa 50 Meter über dem Waffenlager gesichtet worden sein. Verdammt, was machen die da? Augenzeugen glauben, einen Hubschrauber zu sehen. Identifizieren Sie sich! Als die Nationalgarde versucht, den Eindringling abzufangen, ist er nicht mehr zu finden. Das UFO befindet sich für 2 Stunden deutlich sichtbar über dem Stützpunkt und Waffenlager. Dann verschwindet es. Die Parallelen zwischen den Vorfällen im Randlesham Forest und dem Stützpunkt Loring sind erstaunlich. Das Objekt konnte nicht nur unser komplexes Luftabwehrsystem überwinden, sondern schwebte auch noch direkt über einem Waffenlager. Loring war ein wichtiger Stützpunkt mit Atomwaffen. In der nächsten Nacht passiert es wieder, genau zur gleichen Zeit. Da nähert sich also ein Objekt, bleibt eine Zeit lang dort und verschwindet wieder, immer nach demselben Muster. Das Muster findet sich auch in Randlesham. Es gibt offensichtlich Interesse, von wem auch immer, an unserer Technologie. Oberstleutnant Holt und seine Männer beobachten die am besten dokumentierte UFO-Sichtung der Geschichte. Die Luftwaffe sperrt den Wald. Zutritt nur für militärisches Personal. John Burroughs, Augenzeuge der ersten Nacht, eilt zum Ort des Geschehens. Wir wurden durchgelassen, um bis zu Oberleutnant Halls Gruppe vorzustoßen. Holt und seine Männer sind schon auf dem Rückweg zur Basis. Und als ich auf Holt traf, drehte er sich um und zeigte in Richtung des Stützpunktes Bentwaters. Und plötzlich konnte ich ein blaues Licht sehen, das am Himmel herumzufliegen schien. Mit Halls Erlaubnis ziehen Burroughs und Adrian Bastinza weiter. Da rausgehen zu können und man weiß nicht, was es sein konnte oder warum es wiederkam. Als sich die beiden Männer dem Objekt nähern, fällt Bastinza zu Boden. Er spürte, dass ihn etwas zu Boden drückte und dort festhielt. Ich schaute auf und das Objekt war zu diesem Zeitpunkt fast über uns. Burroughs ist von dem intensiven Licht fasziniert. Alles schien wie in Zeitlupe stattzufinden und auf einmal war das Objekt weg. Für Burroughs bis heute ein Rätsel. Ich kann mich nicht erinnern, was in der Zeit nach unserer Rückkehr bis zum nächsten Abend passiert ist. Mir fehlen 14 Stunden. Ich weiß nicht mal, wie ich nach Hause kam. Tage später ruft Oberstleutnant Holt Burroughs, Penniston und Cabinsack in sein Büro, um ihre Berichte entgegenzunehmen. Als wir den Bericht schrieben, wurde mir gesagt, ich solle nur eine kurze Zusammenfassung über die erste Nacht schreiben. Entgegen den üblichen Regeln soll Burroughs die Ereignisse der dritten Nacht nicht mit in sein Protokoll aufnehmen. Ich kann nur vermuten, dass wir das weglassen sollten, weil Bastinza und ich dem Objekt so nahe gekommen sind. Holt wollte die Sache vergessen und zu Ende bringen. Er beschreibt es als nicht gerade karrierefördernd. 2 Wochen nach den Ereignissen der dritten Nacht schreibt Holt seinen Bericht über die UFO-Sichtungen. Es ist das einzige offizielle Dokument vom dritten und letzten Abend des Vorfalls in Randlesham Forest.
Das Holt-Memo Unerklärliche Lichter beschreibt etwas, das über bloße Lichterscheinungen am Himmel hinausgeht. Allein dieser Titel verharmlost den Vorfall. Aber der Bericht macht deutlich, dass es sich nicht um unerklärliche Lichter handelte, sondern um ein Flugobjekt aus Metall, das gelandet war. Andere glauben an eine Lichtquelle, die von der Erdoberfläche ausging. Mein Gefühl sagt mir, dass hinter dem UFO einfach nur der Leuchtturm von Orford Ness steckt. Tim Prenti ist ein ehemaliger U-Boot-Fahrer der US Navy, UFO-Forscher und Skeptiker. Der Leuchtturm liegt in der Richtung, in die die Soldaten gingen. Der Orford-Leuchtturm befindet sich Luftlinie etwa 8 Kilometer östlich von Rendlesham Forest. Sie gingen durch das östliche Tor in den Wald hinein. Am Ende kamen sie auf ein Feld. Von dort sieht man aus der Ferne den Leuchtturm von Orford. Polizeiunterlagen bestätigen Prentys Theorie. Während ihrer Ermittlungen gaben sie an, dass die einzigen sichtbaren Lichter vom Leuchtturm in Orford stammen. Prenti glaubt, dass auch das Holt-Tape beweist, dass Holt nichts anderes als das Licht des Leuchtturms gesehen habe. Die Tonbandaufnahme enthält eine zeitliche Abfolge. Es geschah alle 5 Sekunden. Das ist die Geschwindigkeit, die die Leuchtturmlampe Orford Ness pro Umdrehung braucht. Ein kurzer Abschnitt auf dem Holt-Tape deckt sich mit dem von Prenti genannten Intervall. Haben die Männer des Stützpunktes den Orford-Leuchtturm mit einem unbekannten Objekt verwechselt? Nick Pope glaubt es nicht. Es gibt viele Theorien zu den Ereignissen in Rendlesham Forest. Ich habe sie alle geprüft, als ich im Verteidigungsministerium arbeitete. Sie haben mich nicht überzeugt. Ich war oft im Rendlesham Forest. An den meisten Orten, an denen Zeugen das UFO sahen, ist das Leuchtturmlicht nicht zu sehen. Leider ist der Orford-Leuchtturm heute außer Betrieb, sodass hier keine weitere Analyse mehr möglich ist. Auch wenn die Lichter, die Holt und Burroughs gesehen haben, vom Leuchtturm kamen, erklärt dies nicht die seltsamen Erlebnisse anderer Augenzeugen. Larry Warren ist eine der umstrittensten Figuren im Rendlesham Forest-Fall. Zur Zeit der UFO-Sichtungen war er Sicherheitsspezialist der Luftwaffe. Ich war in dieser Nacht dabei, in der Nacht, als Charles Holt sein Audiotape machte. Ich war aber nicht bei Holts Leuten, das habe ich auch nie behauptet. Wir sind hier am Ende des Rollfelds von Bentwaters. Nacht Nummer 3. Genau hier hat Larry Warren damals Wachdienst. Lichter über Rendlesham Forest. Ich bekomme einen Anruf von der Sicherheitszentrale. Geben Sie Ihren Posten auf, man wird Sie ablösen. Innerhalb von 10 Minuten war ich mit 3 anderen im Polizeiwagen unterwegs. Warren erzählt, dass sie in den Wald fuhren, zum Osttor der Woodbridge-Basis. Und von da an nahm die Sache für mich eine Wendung. Warren kommt im Basislager an. Ihm wird befohlen, den Wald zu untersuchen. Ich sah Lichter in der Ferne. Zunächst fiel Warren nichts Außergewöhnliches auf. Alles war normal. Ich dachte, das sei eine Übung, aber dann wurde es komisch und ziemlich seltsam. Warrens Gruppe wird auf eine Waldlichtung geschickt. Da war eine enorme statische elektrische Ladung im Wald. Es war eine Energie, die man im ganzen Körper spürte. Warren erzählt, dass er die Lichtung betrat. Da war Dunst über dem Boden, 15 Meter im Durchmesser, aber es schwebte nicht, sondern lag wie dichter Nebel. Seine Darstellung geht über die Berichte anderer hinaus. Die Kameras waren hinter mir, rechts, genau hier drüben. Sie filmten dieses Ding, diesen leuchtenden Nebel. Das war der Zugang, wo die Kommandanten herkamen, genau hier drüben.
Da oben erschien ein rotes Licht. Das rote Licht kam näher, über dem Feld machte es eine Abwärtsbewegung, detonierte 6 Meter über dem Nebel. Es explodierte sofort. Und es strahlte so hell, dass ich für einen Moment blind war. Warrens Geschichte wird noch dramatischer. Da war dieses Ding. Es war wie im Traum. Es hatte eine Dreiecksform und so eine definierte Stelle, die sich immer wieder vor uns verdeckte. Keine Fenster, nichts. Es veränderte sich ständig. Es war rot, aber nicht wirklich rot und irgendwie von unten blau. Und die Geschichte wird noch merkwürdiger. Und dann plötzlich vor uns, vor mir auf der rechten Seite, bewegte sich dieses Licht 1 Meter über dem Boden mit einer bläulich-goldenen Farbe und es teilte sich in 3 Lichter auf. Und als das Licht verblasste, waren darin 3 Wesen. Sie sahen nicht so aus wie du und ich. Sie waren klein, ungefähr so groß. Da war so eine durchscheinende Form, die wie Köpfe und Gesichter aussah. Und all das passierte genau hier, all das. Und jetzt pflanzen sich hier Karotten. Larry Warren ist überzeugt, in jener Nacht eine unbekannte Lebensform gesehen zu haben. Larry sagt nicht nur, dass er ein UFO gesehen hat. Er sah auch eine Art Treffen zwischen einem leitenden Offizier der US-Luftwaffe und einem möglichen Außerirdischen. Einige Stützpunktkommandeure leugnen jegliche Beteiligung, aber sie waren da. Man klopfte mir auf die Schulter. Gehen Sie zurück zu den Fahrzeugen. Ich nahm den Bus zurück nach Bentwaters. Dann macht Larry Warren das, was jeder 19-Jährige tun würde. Ich rief meine Mutter in den USA an und wollte, dass sie davon erfährt. Du wirst nicht glauben, ein UFO ist in der Nähe der Basis gelandet. Ich habe es gesehen und ich sprach weiter, aber plötzlich war sie nicht mehr da. Ich legte auf und rief die Vermittlung an. Die sagten, rufen Sie von der Basis aus an und ich sagte ja. Die Verbindung wurde von der Basis getrennt. Und da wusste ich, da ist etwas faul. Diese Nacht hat mein Leben für immer verändert. Ich war ein völlig anderer Mensch. Kein Dokument bestätigt Warrens Bericht der dritten Nacht. Seine Darstellung bleibt umstritten. Nick Pope glaubt an Vertuschung. Obwohl die Regierung darauf beharrt, dass die UFO-Sichtung keinerlei Relevanz für die Verteidigungssicherheit gehabt habe. Ein interessanter Aspekt, nicht wahr? Einerseits vertritt die US-Regierung die Position, dass UFOs nicht von Interesse sind. Andererseits gibt es eine detaillierte Untersuchung der UFO-Sichtung. Und dazu wird der ranghöchste Offizier der US-Luftwaffe in Europa eingeflogen, um unterrichtet zu werden. Ein freigegebenes Protokoll vom 16. Februar 1981 belegt die Anwesenheit des kommandierenden Generals Charles Gabriel auf dem Stützpunkt Bentwaters. Dass General Gabriel den Stützpunkt besuchte und gebrieft wurde, zeigt, dass die höchste Ebene des US-Militärs den Fall ernst nahm. In einem Dokument des Verteidigungsministeriums wird auf General Gabriels Besuch verwiesen. Er wurde informiert, erhielt Halls Tonbandaufnahme und nahm sie dann mit nach Deutschland. Hier gibt es durchaus offene Fragen. Nahm Gabriel außerdem noch anderes Material mit in sein Hauptquartier?
Wir wissen von Oberstleutnant Halls Tape und von Zeugenaussagen, dass Boden, Harz und Rindenproben genommen wurden. All dieses Material ist verschwunden. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Da gibt es wohl keinen vergleichbaren Fall. General Gabriel kann aus ganz anderen Gründen auf der Basis gewesen sein. Tim Prenti hat eine andere Theorie. Vielleicht war er besorgt, weil sein Personal sich unautorisiert in Uniform auf britischem Territorium bewegt hatte. So etwas beunruhigt die Menschen. Warum läuft das US-Militär auf meinem Grundstück herum? Falls versucht wird, etwas zu vertuschen, will Larry Warren Licht ins Dunkel bringen. Nicht nur wegen seiner umstrittenen Version über die Vorkommnisse der Nacht, sondern auch wegen dem, was dann folgte. Sie zeigten uns diesen Film ohne Sprache, Bilder von Kampfeinsätzen, von Objekten und so weiter. Er berichtet von einer zunächst harmlos wirkenden Vorführung. Zwei Männer gaben sich als Sicherheitspersonal der Streitkräfte aus, einer Abteilung der NSA. Wir würden nicht verstehen, was wir gesehen hatten. Geheimhaltung sei von so großer Wichtigkeit, man solle darüber nicht reden. Für mich beginnt es erst in der Nacht danach, nicht mit diesem Ding im Wald. Das war der Ort, an dem Zähne gezeigt worden sind. An die Ereignisse erinnert er sich bruchstückhaft. Fragmente setzen sich für ihn zusammen. Warren glaubt, dass die US-Regierung 1980 in Bentwaters aggressive Verhörmethoden eingesetzt hat, um Gehirnwäsche zu betreiben, zu manipulieren. Ich habe Erinnerungen. Sie werden klarer. Ich befinde mich in einer Klinik, an eine Infusion angeschlossen. Militärs und andere Typen sind da und reden mit mir. Ich sehe es vor mir. Sie waren nie im Einsatz. Unzusammenhängende Bilder von einer seltsamen Einrichtung. Dort trichtern sie dir alles Mögliche ein und spielen mit dir. Das haben sie etwa 2 Tage mit mir gemacht. Hat die US-Regierung jemals solche Verhörmethoden eingesetzt? Die CIA setzt in den 1940er bis 1970er Jahren ein geheimes Forschungsprogramm ein. MK-Ultra war ein CIA-Programm, das erforschte, ob Drogen und Hypnose benutzt werden können, um Menschen zu beeinflussen, ihr Verhalten zu ändern, falsche Erinnerungen zu erzeugen oder tatsächliche zu löschen. Es war eine Kombination aus Hypnose, Drogen und Drohungen, um zu verfälschen, Mauern aufzubauen oder falsche Bilder zu kreieren. Sind Larrys Erfahrungen das Resultat der MK-Ultra-Experimente? Zur Zeit des Vorfalls 1980 wurden diese Techniken, Drogen, Hypnose und so weiter, offenbar noch benutzt. Könnten diese Methoden der Grund sein, warum John Burroughs nach seiner letzten UFO-Sichtung 14 Stunden lang sein Gedächtnis verloren hat? Ich weiß nicht, warum ich mich nicht erinnern kann. Das hat mich geärgert. Ich kann mich an bestimmte Dinge sehr gut erinnern, wie ich am ersten Tag nach Hause kam. Aber nicht, was nach dem dritten Abend da draußen passierte, außer, dass wir irgendwann umkehrten. Flieger wie Burroughs und Warren sind nur einfache Soldaten. Was ist mit dem Kommandeur der dritten Nacht? Auch Holt ist überzeugt, dass in der Nacht etwas Unerklärliches passiert ist, wie er Nick Pope in einem Interview gesagt hat. Colonel Holt. Oberstleutnant Holt war wütend und frustriert.
In der Nacht kamen unangemeldete Flugzeuge an. Unbekanntes Personal befragte die Zeugen. Teilweise mit sehr aggressiven Verhörmethoden. Ich sage Ihnen jetzt, was passiert ist. Wenn man Zeugen befragt, bedroht man sie nicht. Man setzt sie nicht unter Drogen oder hypnotisiert sie. Ich war noch sehr jung, mich hat das sehr mitgenommen. Warren schreibt einen Brief nach Hause, das einzige Dokument, das seine Aussagen bestätigt. Ich schrieb Ma, ich erzähle dir alles über das UFO, sobald ich nach Hause komme. Schreiben kann ich nicht, sie lesen mit. Dennoch bleiben Warrens Erinnerungen und die angeblichen Verhöre fraglich. Offizielle Dokumente gibt es nicht. Eines der Probleme mit Larrys Geschichte ist die Tatsache, dass es nur wenige bis gar keine anderen Zeugen gibt, die ihn zu der Zeit dort draußen gesehen haben. Ob das bedeutet, dass Larrys Geschichte nicht stimmt oder dass Larry Dinge gesehen hat, an denen Leute wie Holt und Burroughs und Penniston einfach nicht beteiligt waren, weiß ich nicht. Bis 2010 kann Warrens Geschichte kaum verifiziert werden. Doch es gibt ein Dokument, das seine Behauptungen unterstützt. Am 17. Juni 2010 erklärt Oberstleutnant Charles Holt in einer notariell beglaubigten, eidesstattlichen Erklärung detailliert die Ereignisse der dritten Nacht des Rendlesham Forest Zwischenfalls. Holt gibt an, dass er glaubt, die Objekte, die er sah, seien außerirdischen Ursprungs. Aber Holts Erklärung wirft eine weitere Frage auf. Gab es auf dem Stützpunkt Bentwaters Nuklearwaffen? Holt gibt an, dass er weder bestätigen noch dementieren kann, dass es Nuklearwaffen in den Waffenlagern gab. Auch Nick Pope kann nicht offen sprechen. Ich diente dem Verteidigungsministerium 21 Jahre und habe die lebenslange Geheimhaltungsvereinbarung an meinem ersten Tag unterschrieben. Somit kann ich die Geschichten über Atomwaffen weder bestätigen noch dementieren. Larry Warren bricht das Schweigen anderer. Bentwaters und Woodbridge waren Stützpunkte an der Front des Kalten Krieges. Sie waren mögliche Ziele für einen russischen Erstschlag. Wir wussten das. Wir sind hier am Eingang der Hot Row. Hot wegen des radioaktiven Materials in den Waffen. Nuklearwaffen. Die sind heiß. Natürlich hat hier auf der Basis niemand über die Nukes gesprochen. Warren gibt an, während seines Trainings an der Hot Row über die Nuklearwaffen informiert worden zu sein. Ich war eine Nacht lang als Begleitung für einen Polizisten eingeteilt. Der hat mir vieles erklärt. Hier war ein riesiges Lager für taktische Nuklearwaffen. Kann man Warrens Aussagen glauben? Dokumente der amerikanischen Umweltschutzorganisation NRDC bestätigen seine Behauptungen zu Nuklearwaffen auf dem Stützpunkt Bentwaters. In Bentwaters lagern laut Nuklearwaffenbericht bis 1986 bis zu 100 Atomwaffen. Die Gerüchte um Atomwaffen wurden von der Regierung weder bestätigt noch dementiert. Lord Hill Norton, ehemaliger Chef des Verteidigungsstabs und Fünf-Sterne-Admiral, war da offen. 1997 schreibt Hill Norton einen Brief an den Verteidigungsminister des Vereinigten Königreiches mit der Bitte um Untersuchung von Holts Behauptungen. Im Brief spricht er von Bentwaters als Nuklearwaffenstützpunkt. Die Minister und insbesondere das Verteidigungsministerium sagen, dass nichts, was in dieser Dezembernacht in Suffolk passierte, von Verteidigungsinteresse ist. Das ist einfach nicht wahr. Rendlesham ist aus britischer Sicht sehr heikel, weil es wohl Atomwaffen gegeben hat, wo sie es nicht hätte geben dürfen. Die Präsenz von Atomwaffen in Bentwaters hätte gegen die vertraglichen Vereinbarungen zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich verstoßen. Sie logen, sie sagten, hier gäbe es keine Atomwaffen, aber es gab welche.
Wären die Atomwaffen im Ernstfall eingesetzt worden? Wir befinden uns im Kriegsoperationszentrum Bentwaters. Im Falle eines Atomkrieges hätte dieser Raum eine Schlüsselrolle eingenommen. Dezember 1980 war zweifellos einer der heißesten Momente im Kalten Krieg. Da ist eine Solidarität in der Welt, die keine physische Kraft zermalmen kann. Die politische Krise in Osteuropa bedroht das Kräftegleichgewicht. Die Welt nähert sich Alarmstufe Rot. Woodbridge und Bentwaters waren damals wichtige Nuklearstützpunkte für die NATO. Wäre es zum Krieg gekommen, hätte der Stützpunkt eine strategisch wichtige Rolle gespielt. Was flog damals über Bentwaters durch den Himmel? Warum war es da? Gibt es einen Zusammenhang zwischen den UFO-Sichtungen in Bentwaters und denen über anderen Nuklearstützpunkten in den USA? In über 4 Jahrzehnten werden UFOs in der Nähe von Atomanlagen in den USA und im Vereinigten Königreich gesichtet. Bereits 1948 werden nicht identifizierte Flugobjekte über den Atomforschungslabors in Los Alamos entdeckt. Im Jahr 1975 werden auf dem Luftwaffenstützpunkt Loring in Maine 2 Nächte lang unerklärliche Fluggeräte über dem Waffenlager beobachtet. Überall in den Vereinigten Staaten gibt es offizielle Berichte über unerklärliche Sichtungen auf amerikanischen Nuklearstützpunkten. Aber der am besten dokumentierte Vorfall ist der im Dezember 1980 im britischen Rendlesham Forest. Das ist das Entscheidende an dieser Geschichte. Der Fall Rendlesham wird seit Jahren immer wieder als UFO-Geschichte betrachtet. Und es ist eine großartige, faszinierende UFO-Geschichte. Aber es ist wichtig, daran zu denken, dass dies eine UFO-Nuklearwaffengeschichte ist. Es besteht eine Verbindung zu den Atomwaffen. Ich dachte zuerst an eine Art geheimen Flugzeugprototyp oder eine Drohne. Die Idee von geheimen Spionageflugzeugen und Drohnen machte für mich Sinn, weil es wenig naheliegende Alternativen gab. Oberstleutnant Charles Holt glaubt, dass die Objekte, die er über Bentwaters sah, außerirdischen Ursprungs sind. Richard Dolan hat eine Theorie, die Holts Aussagen stützt. Hypothetische Außerirdische interessieren sich für unsere Waffen. Warum? Nukleartechnologie kann die ganze Erde zerstören. Einfach so. In den Jahren 1950 bis 1980 sind mehr als 2000 Atombomben auf diesem Planeten detoniert. Die Situation im Kalten Krieg war angespannt. Dies zeigen die Ereignisse im Rendlesham Forest. Wenn eine Form von Intelligenz die Erde beobachtet und sieht, wie die einheimische Spezies eine Atombombe nach der anderen auf dem ganzen Planeten zündet, dann findet sie es vielleicht interessant oder ist sogar besorgt darüber, was die Bewohner da tun. Doch Experten haben Zweifel. Die Energie, die bei einer nuklearen Explosion freigesetzt wird, ist verheerend. Aber vom Weltraum aus gesehen ist sie relativ unbedeutend. Auf dem Mond würde man sie wahrscheinlich nicht einmal bemerken. Die Strahlung sinkt mit der Entfernung. Je weiter weg, desto schwächer wird sie. Wissenschaftler weisen darauf hin, dass Atomwaffen für eine Spezies, die sich durch das Weltall bewegt, nichts Besonderes sind. Doch die Aufzeichnungen zeigen, dass 1980 etwas Eigenartiges über den englischen Stützpunkten passierte. War es die Nervosität des Kalten Krieges, Spionagetechnologie oder etwas Fremdes? Offizielle Akten liefern Beweise für Atomwaffen auf dem Royal Air Force Stützpunkt Bentwaters und für nicht identifizierte Flugobjekte in der Nähe beider Stützpunkte. Abschließende Beweise für das Auftauchen außerirdischer Objekte fehlen. Der Fall Rendlesham Forest bleibt rätselhaft.